und Caspin. Nein, Caspin im richtigen Moment. Cover. Aber Jace Gillett mit dem Kickout. Noch einmal das Teamwork von Sitochi und Dragan und Caspin mit der richtigen Reaktion im richtigen Moment. Oh, der Kick geht ins Leere. Double Flapjack von JFK. Und jetzt haben sie den Sieg eingetötet. Double Footstomp, um auf Nummer sicher zu gehen. Und das ist der Sieg. Hier sind die Sieger. Jace Gillett, Francis Caspin, JFK. Und was erwartet JFK bei 16 Karat Gold? Was ist jetzt die Stipulation für 16 Karat Gold? Ich weiß es nicht. Kein Witz, ich habe auch keine Ahnung. Walter hat klar gemacht, er will es erst direkt vor dem Match bekannt geben. Und das ist ein gutes... Du hast angefangen mit der ganzen Nummer, mit der Stipulation. Und ja, sorry, Walter hat das Match gewonnen. Und jetzt geht's nach seinen Regeln. Andersrum wäre es für dich ausgegangen. Das war der Deal, den wir gemacht haben. Von daher... Also, ein Cage-Match wird es bestimmt nicht sein. Das können wir in der Halle mit so vielen Leuten gar nicht aufbauen. Die Sorge kann ich dir schon mal nehmen. Aber sonst müssen wir wahrscheinlich alle warten, bis es soweit ist. Das ist nicht die Antwort, die ich erwartet habe. I'm gonna be Mr. Miyagi. I'm gonna teach you a goddamn lesson. And your fucking ankles, your legs, I'm gonna twist them, I'm gonna break them. You're gonna do a whole fucking lot of yoga to recover from that. And is that some green tea? Mm-hmm. Enjoy. Robert, you don't faze me. You know why? Because you're actually a nice young man. And I know that. Because I know you felt bad. I know you felt bad about costing me my spot in 16 carats, so you're offering me a shot at the shotgun title. But that's okay. At 16 carat, I'm gonna break through that little bad boy image you put up. I'm gonna beat you in the ring, and I will be the new Shotgun Champion. Okay? Thank you. Die monatelang außer Gefecht gesetzt hat. Und jetzt wieder die Rohrzange. Die Rohrzange aus Franken. Und der Adler mutiert mal wieder zur Ente. Das kann nicht sein Ernst sein, hier eine Verletzung von Van Gasteren zu riskieren nach diesem fulminanten Match. Den Sieg in der neuen Tasche, aber da ist im Hintergrund Mario Salani. Und Mario Salani müsste ja wohl, er hat die Rohrzange. So kommt Absolute Andy hier nicht durch mit dieser Sache. Mario Salani ist in Feier und rettet Van Gasteren, hat die Zange in seinen Griffen kurz vor 16 Karat. Und was ist das? Van Gasteren! Reinroller für zwei! Der Sieg für Van Gasteren! Hier ist der Sieger! John, nach 16 Karat Gold wird alles wieder in Ordnung sein. Es wird alles wieder gerade gezogen sein. Und du wirst nach 16 Karat Gold in deinem Bett aufwachen und wirst alles bereuen, was du in letzter Zeit veranstaltet hast. Wenigstens wache ich nach 16 Karat auf.